Ist aber ein kleiner Bug irgendwie. Ja, ging ja schnell, ne? Okay. Moment. Ne, komm, das lassen wir. Haben wir 3 Magieschaden, ne? 3+. 3%. Jetzt können wir auch da hochklettern. Achso, die Tür ist offen. Ja, warum nicht? Der Fjord. Wir denn eigentlich genau hin? Sieht doch hier oben aus. Ja, leider. Ich denke mal, das ist hier oben. Sieht sehr nach aus. Stell die Tränen des Berges wieder her. Ah. Viecher, ey. Vielleicht mache ich das auch gerade ziemlich falsch und müsste sie irgendwie anders besiegen. Was haben wir denn hier? Okay.
geht's los. meine eigene Dummheit, ey. Killt sich Kugel da unten. Ja, das war voll meine eigene Dummheit, aber voll. Okay. Und so geht's natürlich auch. Klauen. Okay. Die habe ich gerade, ne? Wenn ich Level 5 bin, dann ziehe ich die an, weil die sind echt geil. Was haben wir hier? Da komme ich sogar wieder hoch, ich dachte nicht. Hab ich überhaupt was gedroppt? Nee, ne? Also nicht wirklich viel. Also die Karte sagt, da oben lang, ne? Ja, da sagt doch der, ne, hier lang, ne? Hier. Also da. Dann gehen wir auch mal dahin, ne? Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd, Mama. Ich muss alleine gehen. Ja, ich will doch nur abspringen. Okay, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir wieder irgendwie da hochkommen. War hier. Okay. Wetten, es kommt wieder so eine dumme Westmann. Nee, sind dem eher Mücken. Sag ich doch, hi, Mücken. Lange auch nicht mehr gesehen. Oh ey, die machen übelst Schaden eigentlich. Soll ich mal einen Heiltrank nutzen? Ja, komm. Muss ich schon wieder... Ne, muss ich eigentlich nicht, oder?
muss ich mir eigentlich merken, dass ich hier auch hier werden kann. Warte mal, da war doch die Tür offen, ne? Vor allem die Tür, nein, da war irgendwas offen. Was war das? Toll, Magie 4. Mhm. Dann kannst du ja mitnehmen. Alter, was machst denn du? Oh, auch schlechter. Also da hinten geht's nur lang. Dann gehen wir halt da lang. Oder hier oben. Wir können, ne, wir gehen erstmal oben lang. Also hier lang. Hallo. Ist aber frech. Drei Viecher auf einmal. Oh, was erwartet da uns? Wieder ein Boss? Große Halle. Wir machen erstmal hier nochmal kurze Pause. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Das muss ich sagen, das ist richtig gut von THQ. Das finde ich richtig geil, dass sozusagen das Gameplay vom Spiel im Titelbild angezeigt wird. Ich zeig's euch mal. Und zwar drücke ich jetzt hier fortsetzen und seht mal, was passiert. Und ich bin im Spiel. Ich finde das so geil, dass das so integriert ist. Eigentlich ist das eigentlich, ja, so ein kleines Gadget, aber ich finde das irgendwie ziemlich geil. Also ich will jetzt an die Kiste ran. Ach da, okay. Ich hab's rausgefunden. Boah, bin ich gut. Durch die Münze ist es mir auf. Na, ich hätte eigentlich auch hier hoch gehen können, aber okay. Ah, wie laut. Warte, ich mach mal ein bisschen leiser. So. Sie haben eine Karte für den aktuellen Bereich gefunden. Drücken Sie O, um die Chronik zu öffnen, um sich die Karte anzusehen. Wo sind wir denn? Wir sind wieder da lang. Gehen wir erstmal zu den beiden Truhen, würde ich mal sagen. Oder, ja, komm. Zu den Truhen. Die eine ist wahrscheinlich da irgendwo oben oder hier. Ne, da, okay. Verteidigung, Schoner. Aha. Sie müssen eigentlich. Ja, sind doch besser, okay. Annehmen. Anlegen. Ja, es wird langsam, ne? So, erstmal. Zu der anderen Kiste auf der anderen Seite. Und ich sehe schon hier schon wieder so ein Rätsel mit den Kugeln. Mal gucken, wie es wird. Während Sie entlang der Wand laufen, können Sie Leertaste drücken, um zur nahen Wand zu springen und dort